Er schrieb mit Weiß das Zeichen auf den Stein. Dann musste Weiß ein weißes Pulver sein. Schwarz, das leicht entbrennt, wird heute nicht von Weiß getrennt. Schwarz und Weiß, die sich verbanden, dann am Grunde vom Gefäß verschwanden. Darauf folgten der Zutaten nun Dreie. Baumhaut, Baumfrucht und Wurz in strikter Reihe. Aus dem Gefäß malte er einen Kreis auf eine Kreuzung, in deren Mitte ruhte das Gefäß dann voll Bedeutung. Der Kreis ward mit Schwefelhölzern angesteckt. Hurra! Die Karottenflamme hat ihm gut geschmeckt. So viel dazu. Müssen wir das jetzt gleich tun? Dann, obwohl, doch, ich glaube, wir brauchen den blöden Stein hier. Was ein Stein? An die Kreuzung hat's gehießen. Okay, können wir das auch so machen? Ich könnte den Kalkstein unter dem schweren Stein zermalmen, aber wo soll ich das machen? Ja, am besten hier. Da kritzel ich besser. Okay, dann geh zurück zur Kreuzung. So, Kalkstein. Wo ist die Kreuzung? Hier? Ja! Laut Nachricht sollte ich das hier auf der Waldkreuzung irgendwie benutzen. Aber ich glaube, ich brauche eine Art Gefäß. Ich sollte mir die Nachricht nochmal genauer anschauen. Nein. Wir haben ein Gefäß. Nee, das ist auch kein guter Platz für die Dose. Wieso denn? Das ist das Gefäß, oder? Da ist ein seltsames... Wie er eine Karottenflamme. Er schrieb mit Weiß das Zeichen auf den Stein. Dann musste Weiß ein weißes Pulver sein. Schwarz, das leicht entbrennt, wird heute nicht von Weiß getrennt. Schwarz und Weiß, die sich verbanden, dann am Grunde vom Gefäß verschwanden. Darauf folgten der Zutaten nun Dreie. Baumhaut, Baumfrucht und Wurz in strikter Reihe. Aus dem Gefäß malte er einen Kreis auf eine Kreuzung, in deren Mitte ruhte das Gefäß dann voll Bedeutung. Der Kreis ward mit Schwefelhölzern angeschnitten. Ja, also, hier haben wir dann ein Gefäß. Nee. Ja, laut Nachricht sollte ich das... Woher kriegen wir denn dann ein Gefäß? Ach, Mama ist drin mittlerweile. Drinnen warten nur meine Schulsachen. Das Abenteuer aber wartet hier draußen. Zumindest und um drei Leute. Ja, wo ist denn Mama hin? Mama ist wohl schon zum Einkaufen gefahren. Ich frage mich, wie spät es gerade ist. Hauptsache, ich verpasse nicht das Essen. Trockene Regentonne. Knochentrocken. Es hat schon seit Wochen nicht mehr geregnet. Was für ein Sommer. Wo bekommen wir denn jetzt ein Gefäß her? Ich habe mein geheimes Lager schon geplündert. Schade. Tja, Gefäß. Nimm ein paar Erdbeeren mit. Oh, süß und saftig. Saftig und süß. Können wir das Nest mitnehmen? Früher haben Spatz vielleicht... Oh, die sehen echt lecker aus. Sind die sauer? Warum falle ich immer wieder auf Johannisbeeren rein? Das muss an der knallroten Farbe liegen. Tja, ich finde hier kein Gefäß, an das ich rankomme.
Den Briefkasten können wir auch nicht mitnehmen. Gehen wir mal zurück. Irgendwo muss ja was rumliegen. Wie oft? Können wir den runterhauen, den Schirm hier? Ein Stock bringt hier nichts. So, schauen wir mal. Können wir vielleicht doch irgendwas hier auf die Waldkreuzung legen? Nein. Na gut, was haben wir denn noch? Was könnte denn als Gefäß dienen? Unser Silvesterkracher. Ja, laut Nachricht sollte ich das hier auf der Waldkreuzung irgendwie benutzen. Aber ich glaube, ich brauche eine Art Gefäß. Ich sollte mir die Nachricht nochmal genauer anschauen. Können wir den Brief als Gefäß nehmen? Stand in dem Gedicht nicht etwas von einer Kreuzung? Sieht so aus, als hätte die etwas mit dem Geheimnis zu tun. Spannend. Tja, gefäßtechnisch sind wir gerade ein bisschen leer. Die Statue mit Eichel können wir auch bloß ansehen. Stadtrand, Stadtmauer, Mauer. Sieh dir die Mauer an. Die Eulenmauer. Die führt bis zum großen Baum im Wald. Gehen wir noch mal tiefer in den Wald. Vielleicht haben wir da ja was übersehen. So, du. Tümpel. Pilzkreis. Nichts, was wir nicht schon kennen. Der alte Pfadbaum. Hier soll es einmal einen alten Wander... Ja. Den können wir ja auch nicht als Gefäß nehmen. Krümelige Kreidesteine. Wenn ich nicht schon einen genommen hätte, würde ich... Gefäß? Flacher Stein. Der gibt einen guten Tisch für ein Picknick ab. Leider mieft der Tümpel im Sommer so seltsam, dass man hier nichts runterbekommt. Nicht mal ein Stück Brombeerkuchen. Tja, ich habe keine Ahnung, woher wir das Gefäß bekommen. Kommen wir vielleicht nochmal irgendwie an den Korb mit den Brombeeren? Oder haben wir sonst hier was vergessen? Johannisbeeren hatten wir, Geheimversteck hatten wir. Briefkasten, Erdbeeren. Das Radio. Aber ansonsten ist ja weit und breit kein Gefäß. Gut, die Tonne, aber die kann ich ja nicht mitnehmen. Knochentrocken. Es hat was für... Ja, das kennen wir schon. Nee, das ist auch kein guter Platz für die Dose. Nenn mir mal einen guten Platz für die Dose. Wo soll ich denn ein Gefäß hernehmen? Tagebuch, Speichermenü, Hauptmenü, Bonussammlung. Nein, das ist nicht alles das, was ich brauche. Ich habe mein Garten. Tja. Frühjahr. Das Nest können wir auch nicht mitnehmen. Statt dass er hier den Blumenkübel mitnimmt oder sonst irgendwas. Drinnen war. Ja, deine Schulsachen. Zumindest und um. Ich frage mich, was der Zwerg alles zu erzählen hätte, wenn er sprechen könnte. Er hat sicher viel gesehen. Ja, genau. Der Stein hat viel gesehen. Können wir irgendwas mit irgendwas kombinieren? Diebe. Wohl nicht. Alter, mach irgendwas. Duck. Wer soll ich denn das Gefäß nehmen?
Moment, kann ich hier... Schade, ich kann hier keine Leertaste drücken. Ich dachte, vielleicht funktioniert das. So, Laternenpfahl. Aber ansonsten... Weit und breit kein Gefäß. Früher soll es hier wichtige Wanderwege... Ja, ja, ja. Heute kommt man von hier auf... Nimm doch bitte die Dose einfach. Nee, das ist auch... Müssen wir die Dose vielleicht erst füllen? Nee, das... Nee. Ich habe keine Ahnung, was du hier von mir willst. Kreidebruch? Pfadbaum? Aber weiter komme ich auch nicht. Mauer. Die Eulenmauer. Sie läuft mitten zwischen den Bäumen hindurch. In einem meiner Bücher, in der Nähe, aber doch... ich will... Gefäß. Können wir das Gefäß vielleicht mit dem Stein... Nee, das... Ach Gott. Ich könnte den Kalkstein unter... Aber wo soll... Vielleicht da vorne, wo uns das Gefäß fehlt? Von dem ich nicht weiß, was es sein soll. Du hast es dir aber bequem gemacht, Faulpelz. Tja. Mama sagt immer, ich soll aufpassen, dass ich im... Dann sage ich, ich bin... Aber... Mauer, aber kein Gefäß. Die Stadt, als ich... Nee, seit sie... Nur noch das. Nein. Noch zwei Tage Abenteuer. Sag mir lieber, wo ich das Gefäß finde. Gefäß, wo bist du? Ein Stopp bringt hier nichts. Ja, hier bringt irgendwie alles nichts. Nee. Schwarz, das leicht entbrennt. Schwarz und weiß, die sich verbanden. Dann am Grunde vom Gefäß verschwanden. Ja, also ist das doch das Gefäß. Wieso kannst du das dann nicht... Wer wirft denn hier einfach seinen Müll in die Natur? Unglaublich! Nimm das doofe Gefäß. Nee. Warum ist das kein guter Platz? Heute... So, Brief. Das ist ein seltsames... Wie er eine Karottenflamme. Er schrieb mit Weiß das Zeichen auf den Stein. Dann musste Weiß ein weißes Pulver sein. Schwarz, das leicht entbrennt, wird heute nicht von Weiß getrennt. Schwarz und Weiß, die sich verbanden, dann am Grunde vom Gefäß verschwanden. Darauf folgten der Zutaten nun Reihe. Baumhaut, Baumfrucht und Wurz in strikter Reihe. Aus dem Gefäß malte er einen Kreis auf eine Kreuzung. In deren Mitte ruhte das Gefäß dann voll Bedeutung. Der Kreis ward mit Schwefelhölzern angesteckt. Hurra! Die Karottenflamme hat ihm gut geschmeckt. Müssen wir zuerst das Streichholz hier? Ja! Laut Nachricht sollte ich das hier auf der Waldkreuzung irgendwie benutzen. Ich sollte mit... Du hast ein Gefäß, Junge. Dann benutze es auch. Ja, ich... Alter, was soll ich jetzt mit einer Cola-Dose? Das ist unser Gefäß, aber ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Nee.